Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Klassikers Munich-Krieg Klassikers. Weil heute soll es weniger um unseren YouTube-Kanal gehen, sondern mehr um unseren Betrieb, wie das letzte Jahr gelaufen ist, was wir alles gemacht haben und noch eine kleine Voraussicht auf das nächste Jahr 2024. Insofern schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Klassikers Munich. Ja, was ist alles passiert dieses Jahr 2023? War wie immer ein herausforderndes Jahr. Wir hatten viele Änderungen bei uns vorgenommen, unter anderem was auch unser Team anbelangt. Und das ist natürlich das Erste, worüber ich sprechen möchte, weil das natürlich das Wichtigste ist in einem Betrieb, das Team und die Mitarbeiter. An der Stelle bedanke ich mich natürlich bei allen in unserem Team für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben dieses Jahr. Wir haben uns von Mitarbeitern trennen müssen und haben auch welche dazu gewonnen, unter anderem Annabella Wüchner, die jetzt bei uns die Assistentin der Geschäftsleitung ist. Unter anderem macht sie auch das Büro, ist zuständig für die Organisation und ein wirklicher Glücksgriff, muss ich sagen, an dieser Stelle, weil sie uns sehr, sehr hilft und alles, was Verwaltung anbelangt, Organisation, uns dabei unterstützt. Und wir sind sehr, sehr froh, sie zu haben. Das heißt also, wir haben Abgänge gehabt. Insofern brauchen wir auch neue Mitarbeiter. Wir werden dazu aber noch ein separates Video machen. Aber schon mal an der Stelle, wenn ihr Interesse habt, hier bei uns zu arbeiten, wie gesagt, ein detailliertes Video dazu werden wir noch machen. Dann unten in den Kommentaren steht unser Kontakt. Könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr ein Herzblut habt für alte Fahrzeuge, für Oldtimer, amerikanische und auch andere Marken. Aber da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wenn wir schon von Trennung sprechen, wir haben uns auch dieses Jahr von unserem Ford Mustang Mach 1 getrennt. Da hatten wir auch viele Videos gemacht. Und vom schönen Porsche 996, wo ich heute noch sehr, sehr traurig bin, dass wir den weggegeben haben. Aber man kann nicht alles behalten. Und wir haben uns eben dann fokussiert auf die Fahrzeuge, die wir jetzt noch im Bestand haben. Das ist zum einen unseren E-Mustang, den ihr hier seht, wo wir jetzt gerade Winterreifen drauf gemacht haben tatsächlich. Und dann natürlich der 428 Ford Mustang, mit dem wir einiges erlebt haben dieses Jahr. Und das will ich vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, was wir alles gemacht haben. Wir waren auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen dieses Jahr. Wir waren auf verschiedenen Oldtimer-Rallyes und wir waren in St. Moritz auf den Kilometer Lancé, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und was eine richtig coole Experience war. Auch was die Funktionalität unserer Oldtimer anbelangt, weil da sind wir schon an die Grenzen gegangen. Habe ich ja auch schon in einem vergangenen Video erwähnt, dass unser Ford Mustang 428 dann einen Getriebeschaden hatte. Aber das gehört ja dazu, wenn man viel fährt. Aber alles in allem waren das schon ganz tolle Erfahrungen. Ob wir nächstes Jahr auch so viele Veranstaltungen oder an so vielen Veranstaltungen teilnehmen werden, das weiß ich noch nicht. Aber das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was wir auch gemacht haben, das ist natürlich die Ausrichtung des Betriebes. Die haben wir noch ein bisschen mehr angepasst, als wir das ursprünglich vorhatten. Ich hatte ja schon letztes Jahr in dem Video angekündigt, dass wir uns mehr auf Restaurationen konzentrieren, sprich auf die Restaurationen von Ford Mustang. Und das setzen wir so langsam, aber sicher in die Tat um. Das heißt, wir haben unser Hauptaugenmerk auf die Restaurationen, auf die Ford Mustang, aber haben natürlich, wie ihr sehen könnt, auch andere Fahrzeuge im Bestand, die wir reparieren. Aber wir wählen aus und machen nicht mehr alles, sondern machen nur noch die Fahrzeuge, wo wir genau wissen, dass wir da auch bei der Teileversorgung gut ausgestattet sind. Einfach aus dem Grund, weil wir es in der Vergangenheit oft erlebt haben, dass wir Fahrzeuge angenommen haben, wo wir sehr, sehr lange auf Teile warten mussten. Das heißt, ein Fahrzeug kam hier rein, wir mussten erstmal recherchieren, ewig lang, bis wir die Teile gefunden haben. Da mussten wir diese unter Umständen noch in Amerika bestellen. Dort waren sie auch nicht verfügbar. Kurzum, die Autos standen hier ewig lange rum. Wir waren unzufrieden, weil uns der Platz ausging. Die Kunden waren unzufrieden, weil sie sehr, sehr lange auf ihre Fahrzeuge warten mussten. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, dass wir nur noch die Fahrzeuge machen, wo wir, was die Teilverfügbarkeit anbelangt, gut aufgestellt sind. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch Ford Mustang machen und amerikanische Fahrzeuge, sondern wie ihr sehen könnt, machen wir auch BMW. Wie zum Beispiel diesen schönen ersten BMW
3.15, richtig cooles Auto, haben wir auch sehr, sehr viel gemacht an dem Fahrzeug. Da ist jetzt gerade noch eine Motorrevision fällig, was aber eher lange dauern wird, bis der Motor fertig ist, weil da muss man erstmal jemanden finden, der diesen Motor instand setzen kann. Wenn wir weitergehen, da haben wir hier zum Beispiel einen Jensen Interceptor, auch ein sehr spezielles Fahrzeug, aber da haben wir auch sehr, sehr gute Beziehungen zu Teileversorgung und entsprechend haben wir gesagt, können wir auch machen. Und wenn der Tommy sich einmal rumdreht, zum Beispiel auch den Land Rover hier, haben wir auch ein Video zugemacht, ist auch ein Auto, wo es mit der Teileversorgung sehr, sehr gut ausschaut und wir das dann bewerkstelligen können. Da drüben haben wir noch eine schöne Cobra, wie ihr sehen könnt, die haben wir neu lackiert und auch den Motor revidiert und sind da auch bald fertig. Also, dass wir uns spezialisieren auf bestimmte Marken, heißt nicht, dass wir nur noch Ford Mustang machen, wie gesagt, sondern wir haben schon noch sehr, sehr viele Autos hier, aber wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir eine gute Teileversorgung haben. Dann kommen wir mal zu den Restaurationen und da würde ich sagen, gehen wir mal rüber in die andere Halle, in die Restaurationshalle und dann zeige ich euch mal, was wir an Projekten haben und die Halle an sich, ich glaube, die habe ich euch im fertigen Zustand noch nicht präsentiert. Dann gehen wir rüber. Hier werden tatsächlich nur Fahrzeuge zusammengebaut, die wir restauriert haben. Zum Beispiel den wunderschönen 1968er Ford Mustang Cabrio 390 Big Block. Den hier, den kennt ihr. Der steht ja nur zur Dekoration quasi. Unseren Ford Mustang 428. Der ist jetzt im Winterschlaf, hat es sich auch verdient nach dem Sommer. Und wenn wir hier rüber gehen, haben wir noch den fast fertigen Chevy C10 Truck von 1979 ist der, glaube ich. Und der ist auch fast fertig. Da fehlt noch Windschutzscheibe, ein paar Sachen im Motor. Da wird jetzt noch eine Klimaanlage eingebaut. Und dann ist der auch fertig und kann ausgeliefert werden. Werden wir natürlich auch ein Video machen über das Auto und werden euch zeigen, was wir da gemacht haben. Es ist eine Komplettrestauration. Ist, wie ich meine, sehr, sehr schön geworden. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ja, zur Halle selber. Wie ihr seht, wir haben drei Arbeitsplätze. 1, 2, 3. Eine Bühne. Hier drüben haben wir die verschiedenen Wegen mit den Teilen für die Fahrzeuge. Und so ist das alles sehr aufgeräumt und gut organisiert, sodass die Kollegen hier in Ruhe arbeiten können und in einer sauberen Umgebung die Fahrzeuge zusammenbauen können. Was haben wir noch für Projekte? Wir haben noch einen Chevy Malibu, der ist gerade beim Lackieren. Dann haben wir noch zwei Mustangs, einen Mustang 1967 Cabrio 93 Cubic Inch und wir haben nochmal einen Big Block Ford Mustang Fastback, der ist auch beim Lackieren, der kommt, wenn es gut läuft, Anfang nächsten Jahres. Und noch dieses Jahr, ich schätze mal nächste Woche, kommt der Fiat 500, den wir auch komplett restauriert haben. Auch ein richtig cooles Projekt, werde ich euch dann natürlich auch zeigen und werden wir auch Videos zu machen. Und wie gesagt, die ganzen Projekte, die neu lackierten Fahrzeuge kommen dann hier rein und werden dann lackiert, nicht lackiert natürlich, werden dann hier fertiggestellt. Ja, und wenn wir dann mal hier rüber gehen zum Eingang, das will ich euch auch nochmal zeigen. Zum einen ist das die Restaurationshalle und zum anderen ist das hier auch die Annahme für Kundenfahrzeuge. Das heißt, der Kunde fährt hier rein mit seinem Fahrzeug, wir setzen uns hier hin, ganz bequem und schauen uns den Wagen gemeinsam an, direkt am Fahrzeug und dann wird ein Auftrag erstellt und das Fahrzeug aufgenommen. Finde ich eine coole Sache. Hier hat man seine Ruhe, weil hier, wie gesagt, keine lauten Arbeiten stattfinden. Und so ist man auch dann ganz konzentriert am Auto und kann dann hier auch gleich seinen Auftrag dann fertigstellen. Ja, das Jahr ist fast rum und Weihnachten steht vor der Tür. Insofern möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, natürlich, um mich bei allen zu bedanken, die bei uns hier im Betrieb mitwirken. Das fängt natürlich an mit unserem Team, wo ich natürlich sehr, sehr glücklich bin, so ein tolles Team zu haben, so tolle Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag ihr Bestes geben, um eine gute Arbeit zu verrichten, um euch zufriedenzustellen. Dann natürlich unsere Fremdanbieter wie Lackierer, Karosserie, Entlacker, Motorbauer, auch an denen natürlich einen
herzlichen Dank. Machen auch immer tolle Arbeit. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist, vor allen Dingen, was die Lackierung anbelangt, um da eine vernünftige Arbeit fertigzustellen. Dann haben wir dieses Jahr natürlich auch viele Videos gemacht. Dann kommen wir vielleicht mal auf den YouTube-Kanal. Da muss ich sagen, sind wir vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung abgebogen. Wir wollten euch anderen Content bieten als der über unsere Werkstatt. Wir haben dann Videos gemacht, ja, die so ein bisschen mehr in die Unterhaltungsecke gegangen sind. Ich habe auch mit dem Jonas und mit dem Chris an dieser Stelle vielen Dank an die beiden, die Videos eine Zeit lang für uns gemacht haben. Aber da hat das Verhältnis dann nicht mehr gestimmt zwischen Aufwand und ja, was dann den Ertrag an Klicks und Views auf YouTube anbelangt. Insofern haben wir gesagt, wir konzentrieren uns wieder auf die Themen rund um unsere Werkstatt. Wir zeigen euch Sachen, die wir hier machen und unsere Restauration, so wie wir es Anfang gemacht haben. Und dann je nachdem, wie es läuft, mit dem YouTube-Kanal kann ja sein, dass er vielleicht doch noch wächst, kann man sich überlegen, vielleicht wieder mehr in die andere Richtung zu gehen. Das heißt für euch, den Kanal abonnieren, kostet euch nichts, einfach den Abo-Button klicken und dann habt ihr auch schon abonniert. Ich glaube, 90% aller unserer Zuschauer, die sind nicht Abonnenten, die schauen sich die Videos an und abonnieren nicht. Wie gesagt, kostet nichts, macht uns aber glücklich und lässt auch den Kanal ein bisschen wachsen und auch das Interesse. Was natürlich auch sehr, sehr glücklich bin, ist, dass der Tommy wieder am Start ist, der die Videos wieder in Zukunft für uns macht. Vielen Dank, Tommy. Ja, und zu guter Letzt natürlich auch ein sehr, sehr großer Dank oder der größte Dank natürlich an unsere Kunden. Ohne unsere Kunden wären wir gar nichts. Und wie gesagt, wir geben uns hier jeden Tag Mühe, euch zufriedenzustellen. Natürlich gibt es auch immer schwere Fälle, was die Autos anbelangt, komplizierte Sachen, die etwas länger dauern als gedacht. An der Stelle auch vielen Dank für Ihre Geduld. Und ja, was soll ich sagen, unsere Kunden sind uns am wichtigsten und wir sind sehr, sehr froh, so eine tolle Stammkundschaft zu haben, die immer wieder ihre Fahrzeuge zu uns bringen und uns ihr Vertrauen schenken. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, euch noch ein schönes restliches Jahr zu wünschen. Schöne Weihnachten, erholt euch gut, rutscht gut ins neue Jahr rein. Wir machen natürlich auch ein bisschen Pause mit YouTube und werden dann im neuen Jahr wieder für euch am Start sein. Und ja, bis sehr, sehr bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Zeit. Ciao und Servus. Bis bald.